Trinken, solange es hell ist. Es ist hell. Ganz eindeutig. Ein wunderschöner Frühsommerabend. Und was wir heute hier ins Glas kriegen, eigentlich schon im Glas haben, ist beim Zweinladen ein schöner Blanc aus Südafrika. Genauer gesagt Stellenbosch, also Weinregion Stellenbosch. Das ist östlich, das ist nordöstlich von Kapstadt, zieht sich rüber runter bis an die Küste. Und hier von Kapsicht, die haben ein relativ breites Sortiment und machen unter anderem diesen wunderbaren Chenin Blanc. Chenin Blanc ist eigentlich eine rein französische Traube, also ursprünglich. Und erst dann 1965 überhaupt in Südafrika angebaut. Mittlerweile bauen die in Südafrika aber doppelt so viel Chenin Blanc an wie die Franzosen. Und insgesamt haben sie rund 20% ihres Gesamtanbaus in Chenin Blanc. Also man kann davon ausgehen, die können das wirklich. Ich muss aber zugeben, wir haben uns in den gewissen Preisklassen immer ein bisschen schwer getan mit Chenin Blanc, bis wir an den da gekommen sind. Es ist ein wundervoller Vertreter seiner Art. Chenin Blanc immer ein bisschen würziger und ein bisschen breiter aufgestellt. Gehört aber definitiv zu den säurearmen Weinen. Also das ist ein, zumindest was das Geschmackliche angeht. Einerseits hast du Chenin Blanc als Säure betont im Schaumwein verschnitten. Andererseits gibt es Chenin Blanc, habe ich vorhin erst gelernt, sogar als Tafeltrauben andernorts, weil sie halt auch für Süßweine genommen werden. Extrem vielseitige Traube, ein bisschen schwierig im Weinberg zu bearbeiten, aber vom Geschmack her echt was Tolles. Das hier ist ein ganz typischer. Hast du ein bisschen Quitte und Ananas in der Nase, kommt relativ breit. Und wenn du den dann... Super angenehmes Mundgefühl, breit, anschmiegsam. Du hast so einen ganz leichten Vanille-Touch, dann hast du so einen Hauch Wassermelonen dabei, also macht es wahnsinnig saftig, wenn du den im Mund hast. Du möchtest eigentlich jetzt gleich nochmal nachschütten und dann kommt trotzdem noch eine gewisse Würzigkeit, ein bisschen was Kräutiges durch. Und dazu kommt, er ist wahnsinnig vielseitig. Also wenn ich den nicht auf Terrasse trinken würde, oder so wie jetzt ihr da mit der Tasche, würde ich den nehmen zu relativ vielen Essensvarianten. Du kannst ihn zum Barbecue nehmen, gegrillten Fisch, gegrillten Lachs, Oriental Food, alles was so ein bisschen in die libanesische Küche, also Mittelmeerküche reingeht, kann auch scharf sein und ein bisschen spicy. Gegrilltes Wildschwein, ziemlich geile Sache, aber halt auch sowas wie eine Kürbiscremesuppe. Wenn du da mit Chilis noch dran gehst, also das Ganze ein bisschen würziger unterlegst, der passt wirklich gut. Ich zeige ihn euch nochmal. Ihr findet den natürlich bei uns im Shop. Brandsweinladen.de. So vielleicht besser. Das Etikett gibt nicht so viel her, weiß ich. Sieht ein bisschen beliebig aus, auch die grüne Flasche und so, aber der Inhalt ist toll. Doch, ist wirklich schön. Ist hier ein 2017er, der hat auch durchaus noch Potenzial nach oben. Das ist jetzt kein Wein, den man 10 Jahre reifen lässt. Aber der entwickelt sich noch. Obwohl, man ja sagen muss, der hat jetzt schon etwa ein Jahr in der Flasche. Auf der Südhalbkugel in Südafrika, das heißt, der ist eigentlich jetzt fertig, aber nächstes Jahr ist der auch noch hervorragend. 13 Atü, eigentlich ein Standard dafür. Ist ein wunderschöner Chenin Blanc. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Für die, die auf Sommerfest kommen, er ist dabei, kann ich jetzt schon verraten. Bei uns bleibt er erstmal im Sortiment, definitiv. Ist ja dieses Jahr erst neu reingekommen, wir stellen jetzt vor. Trinken, solange es hell ist. Ist für heute mal vorbei. Wir trinken noch ein Stückchen Chenin Blanc. Bis bald. Meine Fernbedienung, die habe ich hier.